Wie starten wir? Ein cooles Intro. Hallo Thomas. Hallo Paul. Hallo Leute da draußen. Hey Paul, was machst du am liebsten? Am allerliebsten bin ich hier im Bastelsaal. Ja? Was machst du am liebsten? Mein Scheiß. Alter, geil. Und darum ist heute Mach dein Scheißtag. Heute machen wir alles, was wir die letzten 4-5 Monate nicht gemacht haben. Dazu gehört unser Holzlager aufräumen, den Kühlschrank Rollen geben, der hat's nötig. Die Elektrowerkbank, die aktuell nur noch ein Lagertisch ist, die wird umgeschoben und für die Sprudelkisten wird ein Rollbrett für die Sprudelkisten wird gebaut. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern zeigen das mal kurz in echt, oder? Los geht's! Okay, also wir müssen das Holzlager hier erstmal aufräumen, weil ihr seht schon, da ist alles irgendwie, wenn man da was rausnimmt, das fällt alles raus. Und wir haben ein kleines Problem mit unserem Holzlager. Es ist nämlich viel zu voll. Und darum ist hier so ein Holzbrett drunter, weil es hier viel zu leer ist, weil es viel zu voll ist. Und darum müssen wir da mindestens eine Rolle mehr hinschrauben. Ich würde eher sagen 3. Dann kommt all das hier hin. Und der Kühlschrank bekommt Rollen und kommt dann hier hin. Und der Tisch wird aufgeräumt und kommt hier hin und diese Kisten kommen auf so ein Rollbrettchen und kommen dann da unten hin. Und ich denke, dann können wir nämlich diesen Platz hier optimal nutzen. Darauf freue ich mich. Und ich mich erst. Schritt 1, Holzlager aufräumen, reparieren und wieder einräumen. Rolle, auf geht's. Auf geht's! Welche Handschuhgröße haben Sie? Passt es Ihnen? Ich habe die größte Handschuhgröße, die es gibt. Genau, wir können sie ja irgendwie nach Höhe und nach Dicke sortieren oder so. Nach Breite und nach Länge und nach Höhe und nach Dicke. Der Kollege kommt weg. Ah, es ist so schön, dass alles Rollen hat. Handschuhe, die man wohl die Uhr bedient werden kann. Wir legen ihn um. Oh, hier hast du die Schraube rausgerissen. Das heißt, wir müssen da mehr Schrauben reinballern. Ja, und auch von unten hoch. Wir ziehen es kurz fest, machen einfach Schrauben rein. Ja. Und dann machen wir, glaube ich, noch mindestens. Ich würde hier vorne noch einen Schraub in den Rad machen, in die Mitte und hinten, oder? Ja. 3 Räder. Ich glaube, das schadet nicht bei diesem schweren Ding. Okay. Das machen wir. Super geklappt. Ja. Wir wollten es eigentlich noch aufräumen, aber jetzt ist es die V2 geworden. Das ist einfach viel praktischer als davor. Wir haben jetzt eine Zwischenebene eingebaut, hier vorne für das Kleinholz. Hinten dran ist dann so Zeug wie für die Balken hier. Und haben unten dran 3 Räder geschraubt und wir können es wieder drehen. Lass mal drehen. Wir drehen das Ding. Und leider mussten wir uns ein bisschen Holz trennen. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja. Jetzt machen wir Räder an den Kühlschrank. Geil. Und danach Räder an die Sprudelkisten. Und dann machen wir Räder an uns. Ja, da sehe ich uns. Das machen. Geil. Das Ding parken wir uns hier einfach. Mach was. Nice. Kannst du auch? Dann 58, 57. Oder mach einfach quadratisch. Ein Meterstab, ein Stift. Ich hab alles. Ach, mach 58er anzeichnen. Ich habe auch einen Winkel. Eigentlich kannst du auch 58 hier anzeichnen einfach. Ja, das geht natürlich auch. Zeig dir mal lieber da an, dann weiß ich ja nie. Ja. Sicher ist sicher. Ich muss quasi ins. Und jetzt
bauen wir Räder für unsere Kiste. Erstmal müssen die Leitern weg. Die kommen nämlich nachher da, wo die Kisten jetzt sind. Wie kann so eine kleine Leiter so schwer sein? So weit links wie es geht, also so weit her wie es geht. Ja. Perfekt. Und jetzt kommt nämlich der kleine Schraubenschrank. Hier hin. Dahin. Mach Sachen. Wenn das jetzt passt. Das wäre so geil. Oh. Alter, das passt einfach. Geil. Herrlich. Passt. Geil. Warte. Ist da durch. Zu spät. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig geworden. Ich finde es geil, Paul. Holzlager ist wieder ganz. Sogar geiler geworden, als wir uns das hätten träumen können. Aus einer Reparatur wurde ein Improvement. Der Kühlschrank hat Rollen. Die Kisten haben Rollen. Die Elektrowerkbank ist unter der Treppe. Hinter uns ist Platz für den nächsten Umbau. Ja, bevor wir noch ein kleines Outro machen mit dem Ergebnis, was war heute dein Highlight, Paul? Mein Highlight heute war ja, das Holzlager natürlich. Klar, weil das irgendwie auch unser Baby ist, unser gemeinsames. Und ich finde es einfach schön, dass es jetzt in neuem Glanz erstrahlt. Das hat mir einfach, ich bin beseelt. Mein Highlight war, dass wir noch diese Sprudelkistenräder gebaut haben und das irgendwie total Sinn ergibt, das unter der Treppe zu parken. Aber was reden wir lang rum? Zeigen wir es, oder? Wir zeigen es. Zeigen wir es. Zeigen wir es euch, ey. Zeigen wir es.